In diesem Video geht es um den Ökofaktor bzw. abiotischen Faktor Temperatur, der im Themenbereich Ökologie eine sehr bedeutende Rolle spielt. Erinnern wir uns doch daran, dass die Ökologie unter anderem die Wechselbeziehung zwischen Organismen mit ihrer abiotischen, unbelebten Umwelt erforscht. Es existiert zwar bereits ein generelles Video zum Thema abiotische Faktoren, hier geht es aber um eine detaillierte Erläuterung des Einflusses der Temperatur auf Organismen und auch die in diesem Kontext relevanten Fachbegriffe. Natürlich stehen sämtliche Organismen mit ihrer abiotischen Umwelt in Beziehung. Die Temperatur wirkt als abiotischer Umweltfaktor auf sämtliche Organismen der Erde ein. Sie hat im Laufe der Evolution eine enorme Vielfalt an Angepasstheiten bei vielen Organismen hervorgerufen. Und zwar sowohl morphologische, also das äußere Erscheinungsbild betreffende, als auch genetische und verhaltensbiologische Angepasstheiten. Diese Differenzierung ist durchaus wichtig, wie ihr später noch sehen werdet. Temperaturverhältnisse können auf der Erde je nach Jahreszeit, je nach Witterungsverhältnisse extrem ungleich verteilt sein. Während Organismen im russischen Irkutsk im Winter Temperaturen von unter minus 50 Grad ausgesetzt sein können, müssen Lebewesen im Nationalpark des amerikanischen Death Valley Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius und darüber trotzen. Globale Temperaturverhältnisse sind natürlich gekoppelt an das Klima, so bedeutend wie kein anderer abiotischer Umweltfaktor. Bestimmen klimatische Verhältnisse doch, wo Organismen leben können und wo nicht. Aufgrund der Kugelgestalt der Erde variiert die auf der Erdoberfläche ankommende Strahlungsenergie der Sonne breitengradabhängig. Weil die Strahlen der Sonne am Äquator senkrecht von oben auf eine sehr kleine Fläche fallen, ist hier die Wärmestrahlung besonders intensiv. Im Gegensatz zu den Polen, die sie in einem flacheren Winkel erreichen. Diese unterschiedliche Zufuhr an Sonnenenergie erklärt, warum die globale Temperatur mit dem Breitengrad variiert und polwärts, also vom Äquatorbereich in Richtung Nordpol und Südpol abnimmt. Die globalen Temperaturunterschiede haben zu einer morphologischen Angepasstheit von homoiothermen, gleichwarmen Tierarten geführt und können heute als sogenannte ökogeografische Regeln oder Klimaregeln wie folgt zusammengefasst werden. Individuen aus kalten Gebieten sind durchschnittlich größer als solche aus warmen Gebieten. Dies betrifft Individuen der gleichen Tierart als auch verschiedene nah miteinander verwandte Tierarten. Das ist die sogenannte Bergmannsche Regel. Das liegt daran, dass kleinere Organismen eine im Vergleich zum Körpervolumen recht große Körperoberfläche haben. Für Tiere in wärmeren Gebieten ist eine verhältnismäßig große Körperoberfläche von Vorteil, weil über die Körperoberfläche Wärme abgegeben werden kann. Eine hohe Wärmeabgabe ist hingegen für Lebewesen, die weiter polwärts in kälteren Regionen leben, eine denkbar schlechte Option. Folglich trägt ihre zum Verhältnis zum Körpervolumen kleine Körperoberfläche eher zur Reduktion der Wärmeabgabe bei. Natürlich tragen auch kleinere Körperanhänge, Ohren, Beine und Schwanz, dazu bei, die Körperoberfläche zu verringern und dadurch die Wärmeabgabe zu reduzieren. Entsprechend sind die Körperanhänge der Tiere in kälteren Regionen kleiner als von solchen, die wärmere Regionen besiedeln. Denn über große Oberflächen wie die großen Ohren des afrikanischen Elefanten kann somit mehr Wärme abgegeben werden. Eine Beobachtung, die man auch heute als Allensche Regel zusammenfasst. Gibt aber auch noch ein Video dazu. Bestimmt wisst ihr, dass gleichwarme bzw. homoiotherme Organismen ihre Körpertemperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur konstant halten. Diese Tatsache ist für sie von großer Bedeutung, weil so gewährleistet wird, dass einer bestimmten Aktivität, zum Beispiel dem Beutefang, über einer recht großen Temperaturspanne nachgegangen werden kann. Homoiotherme Tiere halten in der Regel größere Schwankungen der Umgebungstemperatur aus. Wobei vor allem Tiere höherer Breitenkreise, in Richtung der Pole also, größere Temperaturschwankungen tolerieren. Logisch, denn diese Gebiete weisen in der Regel eine hohe jahreszeitliche Temperaturamplitude auf. Diese Tiere sind eurytherm. Ihr solltet euch also merken, dass homoiotherme Organismen dazu befähigt sind, ihre Körpertemperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur konstant zu halten, wodurch sie meist innerhalb einer recht großen Temperaturspanne aktiv sein können und damit als eurytherm zu charakterisieren sind. Häufig wird der Einfluss eines Ökofaktors auf die Aktivität eines Tieres anhand einer sogenannten Toleranzkurve gekennzeichnet, wie auch hier abgebildet.
Auch wenn es dazu noch gesondert ein Video gibt, ganz kurz zur Erläuterung. Der Bereich, in dem ein Organismus, hier im Hinblick auf die Temperatur, überleben und damit langfristig existieren kann, bezeichnet man als Toleranzbereich. Er geht vom sogenannten Minimum bis zum Maximum. Minimum und Maximum beschreiben wiederum die minimale bzw. maximale Ausprägung, die die Temperatur haben darf, damit der Organismus existieren kann. Die Randbereiche kurz vor dem Minimum und Maximum definieren sich als die Pessima bzw. Pessimum in der Einzahl. Hier kann ein Organismus überleben, aber sich in der Regel nicht mehr fortpflanzen. Den bevorzugten Bereich, in dem sich ein Organismus aufhalten würde, definiert sich als Präferendum. In diesem findet sich auch das Optimum. Neben den homoiothermen Tieren gibt es auch Organismen, deren Körpertemperatur mit der Umgebungstemperatur schwankt. Diese nennt man wechselwarm bzw. poikilotherm. Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten gehören zum Beispiel dazu. Ist die Umgebungstemperatur kalt, dann hat auch das Tier eine geringe Körpertemperatur und seine Aktivität ist entsprechend eingeschränkt. In der Regel ertragen poikilotherme Organismen eher geringere Temperaturschwankungen. Sie sind also eher stenotherm. Dazu zählen viele tropische Tiere. Logisch, denn warum sollten sie im tropischen Tageszeitenklima mit ganzjährig nahezu unveränderten Temperaturen, zumindest in immer feuchten Tropen, großartige Temperaturschwankungen ertragen? Damit einher geht aber auch ein deutlich schmalerer Präferendumbereich. Zudem fallen wechselwarme Organismen bei Umgebungstemperaturen nahe ihres Minimums oder Maximums in Kälte- bzw. Wärmestarre. Eine Anmerkung zu den Begrifflichkeiten. Es kann gut sein, dass anstelle von homoiothermen auch von endothermen und anstelle von poikilothermen auch von ektothermen Organismen die Rede ist. Häufig werden endotherm und homoiotherm als Synonym benutzt, genauso wie poikilotherm und ektotherm. Die Begriffe endotherm und ektotherm beziehen sich auf die Wärmequelle, von der die Temperatur des Tieres überwiegend bestimmt wird. Endotherme Tiere, endo bedeutet innen, von innen, produzieren über ihre Stoffwechselaktivitäten die Wärme selbst und variieren diese. Ektotherme, ekto heißt außen, von außen, wie zum Beispiel Wirbellose, Fische, Amphibien und Reptilien, sind weitestgehend von Wärmequellen aus ihrer Umgebung abhängig. Soweit erstmal zum Einfluss des Ökofaktors Temperatur. Natürlich erfordern gerade sehr hohe und auch sehr niedrige Temperaturen besondere Angepasstheiten bei Tieren. Einige morphologische Angepasstheiten, nämlich die unterschiedliche Körpergröße und Körperanhänge, haben wir in diesem Video bereits besprochen, wenngleich Tiere im Laufe der Evolution eine enorme Vielfalt weiterer morphologischer Strukturen entwickelten. Denken wir nur einmal an ein dickes Fell, dicke Federn oder auch an eine dicke Unterhautfettschicht. Auch wechselwarme Organismen verfügen über morphologische Angepasstheiten zur Thermoregulation. Bei ihnen sind es aber vor allem verhaltensbiologische Strategien, die sie nutzen, um die Körpertemperatur gut zu regulieren. Dazu zählen beispielsweise Zeit in ihrem Bau zu verbringen, ein Sonnenbad zu nehmen, Schattenplätze aufzusuchen oder ihre Ausrichtung in Bezug auf die Sonne zu verändern. Ein Beispiel dafür findet ihr übrigens in meinem Video mit konkreten Abiturklausuraufgaben zum Themenfeld Ökologie. Warum das so ist, dass Wechselwarme sich vor allem verhaltensbiologisch anpassen, klären wir in einem weiteren Video zur Thermoregulation. Und betrachten uns auch die sehr vielfältigen Arten von Thermoregulation bei gleich- und wechselwarmen Arten, was nicht zuletzt auch abiturrelevant ist.